Könnten Sie mal kurz zusammenfassen, was so Ihre Hauptaussage sein soll? Vor vielen Jahrtausenden, zu einem Zeitpunkt, dass unsere Vorfahren Steinzeitleute waren, da landeten mal Außerirdische. Unsere Vorfahren begriffen nichts, sie hatten keine Ahnung von Technologie und sie meinten irrtümlicherweise, diese Außerirdischen seien Götter. Mit dieser These wurde Erich von Däniken zu einem der erfolgreichsten Sachbuchautoren der Welt, aber auch zu einem der umstrittensten. Ich würde sagen, dass erstens die Methode, die er anwendet, um seine Fragen zu beantworten, nicht funktioniert. Und dass zweitens eben ganz viel Evidenz, Daten, Beweise da sind, aus der Archäologie zum Beispiel, die gegen seine Thesen sprechen. Was macht diesen Mann für manche Menschen trotzdem so faszinierend? Noch heute folgen seine Anhänger dem 88-Jährigen rund um den Globus. Ich will das Phänomen Erich von Däniken aus nächster Nähe erleben und schließe mich einer von ihm geführten Reise an. Auch wenn ich mich damit auf dünnes Eis begebe. Der Typ ist vom Schweizer Fernsehen und das ist immer dasselbe. Er hat mir das übrigens gesagt. Natürlich kann nur kritisch sein. Nur kritisch. Die haben die alle Gaga hier. Mir wird schnell klar, das wird keine ganz alltägliche Reise. Eine Weste. What for? For two. Ich kann schwimmen. Vor der Recherche zu diesem Film wusste ich nichts über ihn. Doch selten hat eine Filmidee von mir solch kontroverse Reaktionen hervorgerufen. Von super, dass du das machst, sei aber offen, bis so einem Mann darf man doch keine Bühne bieten, war alles dabei. Wir werden jetzt eine Woche in Malta sein. Zuerst möchte ich wissen, wer hier ist Wiederholungstäter? Hebt mal schnell die Hand. Hä? Hä? Das ist zwei Drittel. Also dann müsst ihr ja gar nicht mehr sagen, ihr wisst ja alles. Und du bitte? Du bist der Fernsehmann? Genau, ich bin der Dave, ich komme aus Süddeutschland, vom Bodensee, arbeite aber in Zürich fürs Schweizer Fernsehen und bin hier, um ein Porträt über Erich von Däniken zu machen. Okay. Jetzt muss ich noch etwas zu euch sagen, was ich sehr ein Anliegen ist. Jeder hier im Raum ist einzigartig. Wir leben in einer Welt, in der man uns alle vergemeinschaften will. Wir sollen alle gleich sein, alle gleich. Woke. Wer nicht gleicher Meinung ist, wird ausgeschieden, weggeschmissen hier. Wir sind weder ein politischer Verein noch eine religiöse Sekte. Wir haben nichts mit Politik, nicht mit Religion zu tun. Wir sind ganz einfach hier, weil uns die Rätsel auf dieser Insel interessieren. Die Rätsel dieser Welt haben Erich von Däniken schon in jungen Jahren fasziniert. Zwar brachte er es in der Gastronomiebranche bis zum Hoteldirektor, doch seine Interessen waren schon damals andere. Seit über 60 Jahren reist er rund um den Erdball, um zu beweisen, dass einst Außerirdische hier waren. 1969 gelang ihm mit seinem ersten Buch ein Weltbestseller. Die Denikitis brach aus. Und bis heute verkaufte er nach eigenen Angaben rund 75 Millionen Bücher. Unsere Malta-Reise beginnt ganz irdisch. Die Blaue Grotte ist Touristenpflichtprogramm. Hey, Naja. Very good. Give me your hand quick. Yes, yes. Gott, ich lasse einen Scheißdreck. Okay. Und hinsetzen am besten gleich. So, wir haben es geschafft. Gott, ist das Blödsinn. Eine Weste. What for? For two? Ich kann schwimmen, was soll der Scheiß? This is ridiculous, damn, hier. Oh, stupid dictatorship. Gott, verdammt noch mal. Never again, Malta. Sie sind jetzt 88. Wie lange wollen Sie solche Reisen noch machen? Solange es mir Spaß macht. Und Malta ist jetzt eine kurze Reise. Und die Lichten der hohen Bergen, das macht mir noch Spaß. Wie viele solche Reisen machen Sie im Jahr? Ja, meistens etwa drei. Aber ich bin auch unabhängig von Gruppen, bin ich dauernd unterwegs. Ich habe sehr viele Vorträge in den USA. Und wenn ich Signierstunden habe, ist eine Schlange da, oft von einigen hundert Metern. Und alle Menschen, die dann zu mir kommen, die sagen,
Mr. von Däniken, you changed my life. Okay, irgendwie macht mich das stolz. Ich habe das Denken verändert von den Menschen. Solche Vorschriften und Regeln, wie jetzt hier mit den Schwimmwesten, das ist nicht so Ihre Sache. Ja. Nein, überhaupt nicht. Ich kann ja schwimmen. Was soll der Unsinn? Verstehst du aus für nicht schwimmen? Waren Sie denn schon immer so rebellisch, oder? Selbstverständlich. Ich habe einen eigenen Verstand. Ich hab's nicht gern, wenn andere für mich denken. Sie waren da in der Jugend schon auf einer Jesuitenschule. Wie ja. kam es dazu? Ich war ein Halunke als Knabe. Ich habe alles Mögliche angestellt, Schlägereien angezettelt. Ich war der Rädelsführer. Ich habe auch kleine Dinge gestohlen in der Gang. Und mein Vater, ein wunderbarer Mann, der fand, der Typ muss ins Internat. Dann hat man mich in eine Jesuitenschule gesteckt. Und dort hat das auch alles angefangen mit diesen Ausreden, mit den Ideen. Wegen Religionszweifeln in der Schule. Nicht nur in der Bibel, in allen alten heiligen Schriften. Sogenannte Götter, Wesen stiegen hernieder. Und die Menschen meinten irrtümlicherweise, das seien Götter. Warum ist es Ihnen denn überhaupt so wichtig, diese Botschaft unter die Leute zu bringen? Weil wir Menschen bescheidener werden müssen. Wir bilden uns ein, wir seien die Größten. Die Religion sagt, der liebe Gott hat euch gemacht, aber als Krone der Schöpfung, ihr seid die Größten. Die Wissenschaft sagt, alles ist Evolution und Mutation und Selektion. Wir sind die Spitze. In beiden Fällen denken wir, so etwas Tolles wie uns gibt es nicht. Wir sollten lernen, bescheidener zu werden. Da draußen wimmelt es von außerirdischen Lebensformen. Wir sollten das auch begreifen, denn eines Tages werden die sich zeigen. Und dann will man den Götterschock vermeiden. Die Menschen sollen keine Angst mehr haben. Und die werden kommen. Ich gehe noch weiter, die sind schon da. Wie kommen Sie darauf, dass die schon da sind? Professor Dr. Chaim Eshet war 20 Jahre lang der Chef der israelischen Weltraumbehörde. Der sagt, Außerirdische sind unter uns. Es gibt Vereinbarungen mit ihnen. Kanadas Ex-Verteidigungsminister Mr. Paul Hallier ist inzwischen tot, sagte mehrmals an Interviews, Außerirdische sind unter uns. Wir könnten ihnen auf der Straße begegnen, man würde es nicht merken. Der rätselhafte Teil der Reise beginnt bei den Karrenspuren, den sogenannten Cart Ruts. Vorsicht, hier wird's stufig. Nein, ich laufe nicht mehr nach hinten da. Ah, okay. Ich bleib da, ist mir zu blöd. Überall sind die Spuren im Boden, wirst du sehen. Wir haben Messungen gemacht, die tiefste ist 83 cm. In einer sehr engen Kurve, kein Rad kommt durch. Und keine Sau weiß, was es ist. Karrenspuren waren es nicht, weil die Spurbreiten ändern dauern. Und nicht nur hier. Hier siehst du es am besten, zieht sich über die ganze Insel. Und was denken Sie, was das sein könnte? Keine Ahnung. Es gibt verschiedenste wissenschaftliche Erklärungsansätze dafür, was die Cart Ruts einmal waren. Was ich nachlesen konnte, ergab aber, dass noch keine Theorie der Weisheit letzter Schluss sei. Das lädt einen zum Spekulieren. Es muss alles warm gewesen sein, weil auch wenn man da außen sieht, das ist alles so wie aufgeschäumt. Ich kann es nicht erklären, aber es sieht so. Es sieht schon aus, wie wenn etwas dran entlang geschrammt wäre. So, schon wegen dieser scharfen Kante irgendwie. Sieht nach mehreren Versuchen aus. Hier ist ein Fahrzeug hochgefahren. Dann hat es versucht, hier rüber zu fahren. Dann ist es nicht hochgekommen. Dann hat es versucht, hier rüber zu fahren. So sieht's aus. Was ist das Faszinierende an so einer Reise? Also ich finde jetzt auch die Gruppendynamik und der Austausch und zusammen, weil so Gleichgesinnte zusammen sind. Das Fachsimpeln zusammen, ja, genau. Über diese Rätsel. Ja. Weil wenn man einfach ganz unbedarft dran geht und einfach nur den logischen Menschenverstand gebraucht, dann kommt man automatisch zum Schluss, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Und das ist das Spannende, dann da die Lösungen zu suchen und zu überlegen, ja, also wenn das, was einem erzählt wird, nicht stimmt, was war es dann? Was einem erzählt wird, das heißt, was die Wissenschaft erzählt, oder? Ja, was der Mainstream halt erzählt oder was man in der Schule oder in den Wissenschaftsbüchern zu lesen und zu hören bekommt. Irgendwo geht es einfach nicht auf. Sind Sie zum ersten Mal hier? In Malta, ja. Ja? Ja. Und ansonsten auf einer von Däniken-Reise? Zum fünften Mal. Zum fünften Mal? Ja, Griechenland, Ägypten, Mittelamerika, Türkei letztes Jahr.
Man kann das greifen, was man dann in Büchern liest oder vorher in Büchern gelesen hat. Man sieht es mal wirklich. Das ist nochmal ein ganz anderer Eindruck. Ja? Aber ich halte ihn für eine Kapazität auf dem Gebiet. Es geht um Fragen zu stellen nach den ungelösten Rätseln der Menschheit. Quasi ein Denklehrer. Für mich. Okay. Für meine kleine Birne. Okay. Wir waren heute da draußen. Cartridge. Was, liebe Gäste, was, liebe Freunde, ist das? Gebt mir die Antwort, ich habe keine. Also ihr seid die intelligente Spezies in diesem Hotel. Von euren Gehirnen erwarte ich Lösungen, Antworten. Was war das, diese Cartridge? Wer hat's gemacht, wozu? Wann, was, bitte? Nur los, alle fremden Gedanken auf den Tisch. Alles würde doch viel einfacher aufgehen, wenn wir akzeptieren würden, dass es Wesen gab, die einfach andere Kräfte hatten. Es muss ja nicht in dem Moment sein, dass es jetzt Außerirdische waren, sondern eben ein Menschengeschlecht, das halt größer war. Durchaus möglich. Ja, durchaus möglich. Vielleicht war es ein Militäreinsatz oder sowas in der Vergangenheit, in der weit zurück Vergangenheit mit großen Fahrzeugen. Noch mehr Ideen. Hier. Ja. Wenn ich das nur vom Gefühl her empfunden habe, dann fand ich das sehr brutal. Als ob da irgendwas Brutales passiert ist. Aber es kann verrückt, es kann, muss nicht stimmen. Du, warum nicht? Also, die Legende sagt ja, das sei die Insel der Riesen gewesen. Ja. Und die Riesen wären die Söhne der Götter gewesen, ja, die Söhne der Außerirdischen. Und die hatten selbstverständlich noch das Wissen ihrer Väter, die haben vielleicht irgendeine Technologie eingesetzt, irgendwas benutzen, wir haben keine Ahnung heute. Wir suchen nach Karrenspuren, liegen total falsch. Zu den Card Rats habe ich im Internet ein altes Video von ihnen gefunden, wo sie spekulieren, es könnten Landeversuche von UFOs gewesen sein. Können Sie sich daran erinnern? Ja, aber da hat nicht Hennigchen gemacht. Über diese Dinge hat mich grauenhaft aufgeregt. Das war eine Sendung, ich weiß nicht mehr von welchem Sender, ich glaube ein Amerikaner oder ich bin nicht sicher, oder ein Deutscher. Und die haben das dahergebracht. Ich fand es komplett lächerlich. Aber Sie haben es anmoderiert. Aber nicht das, was da gesehen worden ist. Vielleicht habe ich etwas gesagt zu den Cartridges. Und dann kommt das Fernsehteam oder der Regisseur oder wer und macht sowas draus. Damit, damals ging es auch wieder darum, den Herrn von Däniken und seine Ansichten ins Lächerliche zu stellen. Okay. Und noch ein Vergleich fällt mir ein. Unsere Astronauten ließen auf dem Mond Spuren zurück. Sogar ein Mondauto ist dort oben herumgefahren. Malta besteht aus Kalkstein. Und wenn der feucht ist, ist er weich. Haben vielleicht UFOs im Walzertakt den Boden berührt? Nach über 60 Jahren voller Bücher, Fernsehsendungen und Vorträgen kann man auch schon mal etwas vergessen. Mir ist aufgefallen, dass Erich von Däniken, zumindest auf unserer Reise, mehr Fragen stellt, als Antworten zu geben. Das nächste der drei von Dänekischen Superrätsel auf Malta sind die megalithischen Tempel. Irgendwo. Schau die Kleinen, wie wir sie sind vorne. Die Kleinen sind vorne hier. In Arabien sagt man Bakshish. Bakshish und dann ist das gut hier. Es geht um megalithische Tempel. Ich habe gestern erklärt, Megalithos ist griechisch, Mega heißt groß. Die Jungen sagen mega geil, mega groß, Lithos ist der Stein. Man meint einfach Gesellschaften, die groß mit großen Steinen gebaut haben. Datierbar ist das nicht. Es gibt megalithische Bauten, die sind 2000 vor Christus, andere 5000 vor Christus. Hier reden sie offiziell von rund 3500 vor Christus. Ich glaube kein Wort davon. Die Geschichte ist viel älter. Was es war, wer gebaut hat, warum, warum hier? Auf Malta gibt es 28 dieser Dinger. Wir haben keine Ahnung. Wir schwimmen ganz einfach, wieder mal. Geht mal rein. Dann reden wir immer von der Steinzeit, ja, Steinzeit, toll. Und wie kommen Sie auf die Idee, dass das hier älter ist, als es die Geschichtswissenschaft sagt? Also in mehr oder weniger historischer Zeit, mehr oder weniger, ich weiß nicht, 2000 vor Christus, wüssten wir etwas, wir hätten Überlieferungen. Und es gibt keine Überlieferungen, das war immer schon da. Ich habe sowieso immer die Fragen hier, warum? Nicht nur hier, bei jedem sogenannten megalithischen Tempel. Stellt man sich vor, Steinzeitleute. Also das sind
Unter unserer evolutionären Vorstellung sind das technologisch Primitive. Technologisch, sie haben einfache Mittel. So, jetzt bist du hier, jetzt müssen die also mit Rollen oder Holz, es gibt kaum Holz, riesige Steine transportiert haben. Und zu solchen Komplexen, zuerst mal ist die Planung da. Und dann nochmals nicht einer, 28. Mir fehlt einfach der Sinn, irgendwie die Logik. Ich bin immer der Meinung, unsere Vorfahren waren keine Dummerchen. Das waren hochintelligente Leute. Die Tempel beweisen es ja. Das waren nicht Primitive. Irgendetwas anderes steckt dahinter und wir kommen nicht drauf. Ich wünsche mir eine Zeitmaschine. Das Traurige ist nur, wenn ich eine Zeitmaschine hätte und ich wäre da. Und ich könnte genau beobachten, wie es wäre. Und ich komme dann zurück und sage, so war's. Würden die mir alle sagen, hallo, schick nicht. Dann wäre ja vielleicht irgendwo ein Wandbild von Ihnen verewigt. Nein. Nach so viel Rätselraten steht mir der Sinn nach Wissenschaft. Malta ist ein sehr spezieller Ort. Es gibt 28 Tempel, die Kartruts. Die Kartruts sind praktisch überall. Es scheint eine große Anzahl von Tempeln zu sein für so eine kleine Insel. Ja, und das ist ein großes Fragezeichen für uns. Eine große Herausforderung. Wir haben Siedlungen gesucht, in denen die Tempelbauer gelebt haben müssen. Eine der Begründungen dafür, warum wir keine oder nur wenige Belege für solch eine Architektur haben, ist, dass sie wohl zufrieden damit waren, für sich selbst sehr dünne Strukturen zu bauen, aus Lehmziegeln oder wasserhaltigem Material, welches dazu neigt, innerhalb weniger Jahre zu bröckeln und zu verschwinden. Wir glauben, dass die Tempel in der Nähe von solchen Siedlungen waren. Aber diese Siedlungen verschwanden spurlos. Ich gebe zu, das ist keine glückliche Situation. Aber bis wir eine weitere schlüssige Erklärung durch wissenschaftliche Untersuchungen haben, müssen wir uns damit zufrieden geben. Das hatte ich mir doch etwas eindeutiger erhofft. Zumindest bei den Kartruts war sich Professor Bonanno dann doch ziemlich sicher. Er fand Häufungen von Karrenspuren neben Steinbrüchen aus römischer Zeit und Häufungen rund um Maltas damalige Hauptstädte. Die damals üblichen großen Metallräder der mit Stein beladenen Karren hätten die Spuren in den relativ weichen Untergrund gemacht. Der Vater der maltesischen Geschichtsschreibung, ein gewisser Giovanni Francesco Abela, der ein Buch über die Geschichte Maltas veröffentlichte, untersuchte die Kartruts, die ins Meer führen. Er deutete an, dass Malta tatsächlich schon damals Stein aus den Steinbrüchen per Schiff ins Ausland exportierte. Das dritte Mysterium Maltas ist UNESCO-Kulturerbe und wurde mir als besonders rätselhaft angekündigt. Ins Hypogäum dürfen immer nur 10 Personen gleichzeitig. Zu fragil ist das Klima im dreistöckigen unterirdischen Tempel. Zudem ist das Filmen leider verboten. Ab 3800 vor Christus fanden hier Menschen ihre letzte Ruhe. Beeindruckend, dass all diese Grabkammern in einer Zeit aus dem Fels gekratzt wurden, als es noch keine Metallwerkzeuge gab. Das ist mit irgendwelchen technischen Geräten hergestellt worden. Da kann mir keiner erzählen, dass das mit irgendwelchen Steinen rausgeklopft wurde. Das geht nicht. Als dann die Führerin gesagt hat, das haben sie also irgendwie mit, was hat sie gesagt? Ich glaube, mit Korn und Geweihen da reingesteckt. Also das erschien mir jetzt ziemlich abstrus. Ich war mit Leuten unterwegs, die sich sicher waren, man könnte das nie so präzise aus dem Fels schnitzen, ohne Metallwerkzeuge oder moderne Technik. Sie meinen Leute, die sagen, das wäre unmöglich? Wenn Sie sich mal die Osterinseln anschauen würden, Rapa Nui, dort haben Anthropologen mit eigenen Augen gesehen, wie Ureinwohner diese riesigen 5 Meter hohen Statuen aus noch härterem Stein schnitzten, mit ganz einfachen Hämmern. Es ist nicht korrekt zu sagen, das ist unmöglich. Was man braucht, ist Geduld und Zeit. Und Zeit gab es genug in prähistorischen Zeiten. In diesem Kreis werfen wir Fragen auf und wir haben keine Antworten.
In diesem Kreis gibt es keine Rechthaber, die sagen, so war es definitiv. Und glaubt das. Und das ist bewiesen. Es wird super. Sag ja, die andere Seite, die macht uns glauben, so war es. Und es stimmt nichts. Wir haben Fragen. Sie zitieren andere renommierte Leute, die ihre These untermauern. Sie sagen auch, sie stellen nur Fragen und geben eigentlich keine Antworten. Sie machen sich damit auch ein bisschen unangreifbar, wenn man nur Fragen stellt und keine konkreten Antworten gibt. Und sie glauben, uns wird etwas verschwiegen. Das sind so, ich sag mal, drei klassische Motive, die mittlerweile viele Verschwörungstheoretiker benutzen, um ihre Botschaften zu verbreiten. Wer verschweigt uns dann etwas? Zum einen die Wissenschaft, zum anderen Religion. Die Wissenschaft und die Religion nicht, weil sie bösartig sind. Alle Wissenschaftler, die ich kenne, sind blitzgescheite, vernünftige Leute, humorvoll, geistreich, integer. Aber sie befassen sich mit einem bestimmten Thema nicht. Für sie ist dieses Thema lächerlich und ihre Ansicht ist falsch. Der Zeitgeist wird ändern, und zwar zu unseren Gunsten. Was ist der Zeitgeist? Der Zeitgeist gab es vor Jahrtausenden, der Zeitgeist gibt es gestern, der Zeitgeist gibt es heute, der Zeitgeist gibt es morgen. Der Zeitgeist ist die gerade herrschende Vernunft. Was eine Mehrheit glaubt, es sei so, ist vernünftig. Wer gegen den Zeitgeist aufsteht, wird als unvernünftig abgetan. Seid unvernünftig. Der Zeitgeist zur Zeit, der verkündet uns Gleichmacherei. Der Zeitgeist verkündet unserer Jugend Gleichgeschlechtlichkeit, Schwulerei, Homosexualität. Ich habe nichts dagegen. Wer schwul ist, Homo, alles normal, das ist alles normal. Aber nein, Männer sollen Frauen sein. Frauen haben gefährlich, seinen Penis zu haben. Männer in der Vagina, alles bekloppt. Sie haben ja gestern Ihre abendliche Diskussionsveranstaltung mit einer ziemlich radikalen Äußerung hinsichtlich Transgender-Menschen eröffnet. Das hat mich jetzt überrascht. Sie sagten mir ja auch schon oft, Sie sind unpolitisch. Kann es sein, dass Sie vielleicht jetzt in einem Alter sind, wo Sie mit dem Zeitgeist nicht mehr Schritt halten? Das ist durchaus möglich. Es gibt vielleicht einen sogenannten Altersstarrsinn, von dem redet man. Aber in meinem Fall sehe ich das nicht, wobei jeder das natürlich in seinem Fall so nicht sieht. Übrigens, ich wollte mich auch noch verabschieden. Wir sind jetzt weg, ab morgen früh. Und vielen Dank, dass wir so offen und herzlich aufgenommen wurden. Stopp, stopp. Der Typ ist vom Schweizer Fernsehen. Und das ist immer dasselbe. Er hat mir das übrigens gesagt. Natürlich kann nur kritisch sein. Nur kritisch. Weißt du, die sind alle Gaga hier. So. Also, immerhin, ich sage auch noch ein Schlusswort. Also, immerhin gibt es ja jetzt einen Film beim Schweizer Fernsehen. Und als ich Sie das erste Mal getroffen habe, haben Sie zu mir gesagt, Journalisten haben Angst, sich zu blamieren. Ich habe keine Angst, mich zu blamieren. Ich mache den Film auf jeden Fall. Danke dir. Du hast mal die... Also, der Mann heißt David. So. Genau. Und der sieht nicht nur sympathisch aus, er ist auch ganz sympathisch. Und er wartet, bis er den Film gesehen hat. In der Schweiz versuche ich, das Erlebte einzuordnen. An der Kantonsschule Uster treffe ich einen der bekanntesten Experten für Verschwörungstheorien. Frage in die Runde. Kennt jemand von euch Herr von Däniken? Ein paar Leute kennen ihn, die älteren Semester vielleicht noch eher. Erich von Däniken hat vor Jahrzehnten begonnen, sich der Frage zu widmen, sind wir allein? 1968 hat er das Buch veröffentlicht mit dem Titel Erinnerungen an die Zukunft. Das ist ein Buch, das mich in der Jugend sehr geprägt hat. Wurde ein internationaler Bestseller. Und in diesem Buch stellt er die These auf, wir sind nicht nur nicht allein, wir wurden schon besucht. Auch jetzt, in diesem Moment, werden wir von oben beobachtet, von den Außerirdischen. Die sind immer da, die haben uns nie verlassen. Aber ihre Technologie ist leider so fortschrittlich, dass wir sie nicht sehen können und nicht messen können. Blöderweise, man kann es nicht beweisen. Und das ist einfach gute Science Fiction. Extrem packend. Kann man sagen, die einfachen Theorien sind einfach spannender als die langweilige Wissenschaft. Menschen sind dazu gemacht, Geschichten wahrzunehmen. Wir wollen Geschichten hören, weil Geschichten erklären uns die Welt. Und komplexe Erklärungen mit Grautönen, mit verschiedenen Standpunkten, das ist anstrengend. Ich hatte jetzt das Gefühl, die Theorien von Erich von Däniken sind eher harmlos. Kann man überhaupt sagen, es gibt harmlose und weniger harmlose Verschwörungstheorien?
Inhaltlich kann man durchaus unterscheiden. Erich von Däniken behauptet jetzt nicht Dinge, die unmittelbar zur Gewalt aufrufen oder so. Indirekt aber sind auch die Theorien von Erich von Däniken so eine Einstiegsrampe in die Unvernunft, in irrationales Denken. Man legt sich eine Brille auf, wo man plötzlich überall Verschwörungen sieht, wo man alternative Wahrheiten sieht und wo man nicht mehr empfänglich ist für zum Beispiel wissenschaftliche Argumente. Ihnen ist das selbst passiert? Was hat es denn mit Ihnen gemacht, als Sie immer tiefer da reingerutscht sind? Es gab mir paradoxerweise fast ein Gefühl der Überlegenheit. Ich hatte Wissen, wie die Welt wirklich funktioniert, und all die anderen Leute, die Schlafschafe, die hatten keine Ahnung. Und das ist ein schönes Gefühl. Okay. Und das Argument, so jemandem soll man keine öffentliche Bühne bieten. Wie sehen Sie das? Man kann schon sagen, Erich von Däniken soll keine öffentliche Bühne erhalten, aber er hat Dutzende Millionen von Büchern verkauft. Er hat ein großes Publikum, er hat Einfluss und seine Ideen werden immer noch weltweit diskutiert. Und ich denke, dieser Diskussion sollte man sich auch auf der Gegenseite nicht entziehen. Sie glauben auf jeden Fall felsenfest daran und es ist nicht irgendwas, wo Sie gemerkt haben, damit lassen sich gut Bücher verkaufen. Ich glaube überhaupt nicht daran, ich weiß es. Könnten Sie mir dann einen schlagenden Beweis zeigen? Oh ja, da gibt es die alten heiligen Schriften, zum Beispiel das Buch Henoch. Henoch ist als junger Mann vor der Flut, vor Jahrtausenden, von Außerirdischen erzogen und mitgenommen worden. Unter anderem haben sie ihm beigebracht, Menschensohn, schau mal raus, siehst du das kleine Licht dort draußen? Ihr Menschen sagt Mond dazu. Der Mond hat gar kein eigenes Licht. Der Mond bezieht sein Licht von der Sonne. Diese Botschaft konnte vor Jahrtausenden kein Mensch wissen. Niemand wusste, dass der Mond sein Licht von der Sonne bezieht. Das Buch Henoch muss für so einiges herhalten. Auch die flache Erdebewegung will einige Textstellen gefunden haben, die belegen, dass die Erde eine Scheibe ist. Ich hätte zu dem Buch Henoch eine Gegenthese. Wenn Sie von Außerirdischen unterwiesen worden wären in dieser frühen Zeit, dann müssten Sie ja auch wissen, dass die Erde keine Scheibe ist. Ja, selbstverständlich müssen Sie das wissen. Zu dem Buch Henoch, das ist inzwischen ein riesiges Konglomerat geworden, ist x-mal umgeschrieben worden und über Jahrhunderte ist viel Unsinn dazugekommen. Von der Wissenschaft wird seit den 70er Jahren kritisiert, dass Erich von Däniken Bilder, Bauwerke, Kunstwerke und Texte völlig losgelöst vom historischen und kulturellen Kontext interpretiert, der fürs Verständnis jedoch zwingend nötig sei. In seiner Heimat hat ihm das anscheinend nicht geschadet. Im malerischen Beatenberg lebt er mit seiner Frau Elisabeth, die er vor 66 Jahren heiratete und mit der er eine Tochter hat. Seine Lebensgeschichte kann man hier erwandern. Ich mache einen Film über Erich von Däniken und ich muss sagen, seine Theorien mal beiseite, es ist erstaunlich zu beobachten, wie viel Energie es einem Menschen geben kann, wenn er fest an eine Idee glaubt. Eines seiner Großprojekte steht seit 2003 in Interlaken. Der Mystery Park, die Rätsel dieser Erde zum Anfassen. 6 Jahre liefen hier nur Däniken-Shows. 2009 wurde er zum Jungfraupark und die 7 Rätsel wurden im Wechsel mit anderen Events gezeigt. Seit 2021 ist er geschlossen. Der hat jetzt komplett geschlossen, der Park, oder? Ja, da mieten dann alle möglichen Firmen. Die Besitzer, das sind Immobilienmenschen. Die denken nur an Immobilien. Und dann kam Corona und dann musste man schließen. Das sind 7 verschiedene Pavillons. In jedem Pavillon wird ein anderes Thema behandelt. Zum Beispiel Steinzeit oder Nazca, wo wir jetzt hingehen. Oder Mexiko, die Pyramiden. Alle Texte stammen von mir, was du auf dem Kopfhörer hörst. Und hatte er denn mal erfolgreich geöffnet? Er war sehr erfolgreich, bis die böse Corona-Zeit kam. Als Aktionär hat Erich von Däniken hier auch viel Geld verloren. Der Park steht zum Verkauf. Ob er einen Käufer findet und jemals wieder seine Pforten öffnet, steht in den Sternen. Die Nazca-Show startet heute exklusiv für uns und soll uns etwas zeigen, was sonst angeblich nie im Fernsehen zu sehen ist.
Die Wüstenregionen Nazca und Palpa in Peru sind bekannt für hunderte großflächiger Bilder, die aus dem Boden gescharrt wurden und sich meist nur dem Betrachter aus der Luft erschließen. Soweit erklärt man alles auf der Öffentlichkeit. Was laut von Däniken seltener gezeigt wird, sind die oft kilometerlangen geometrischen Formen und Linien. Gemäß Archäologen fanden auf den Schaubildern einst Rituale statt, die dann auch von der Erde aus sichtbar waren. Die Trapeze und Linien sollen Prozessionswege gewesen sein. Besonders prägnant ein Berg, der aussieht wie absichtlich begradigt. Erinnerungen an die Zukunft werden geweckt. Erinnerungen an etwas Unverstandenes, das einst war und nach Verständnis schreit. Das ist die Show fertig. Mein Vorschlag, den ich gemacht hatte, da ist ein Mutterraumschiff, das dreht im Orbit. Die brauchen etwas zum Auftanken. Da messen sie, in Nazca gibt es Rohstoffe, übrigens heute noch, ist sehr goldreich, mineralreich. Jetzt macht ein kleines Zubringerflugzeug, macht eine Landung. Die machen ein paar Bohrungen, nehmen ein paar Proben und starten wieder. Die Eingeborenen begreifen nicht, aber die Eingeborenen sehen, da ist eine Linie entstanden am Boden. Von der Landung, vom kleinen Fahrzeug. Weggeschleuderter Sand und Steine. Linie, die Eingeborenen sehen die Linie. Hallo, das waren die Götter, die haben uns eine Linie gemacht. Die wollen, dass wir Linien machen. Jetzt fangen die Eingeborenen an, Linien zu sehen. Für den Kult daraus. Das war der Vorschlag, den ich gemacht hatte. Mhm. Es wird ja schon, wurde auch schon groß angelegt, erforscht. Nur von archäologischer Seite. Das ist alles. Die Archäologen, die sollen mir mal erklären, die Archäologen, warum jemand eine Kultur vor Jahrtausenden einen Berg künstlich flach macht. Und mit welchen Mitteln? Man will es nicht sehen. Man ist zu borniert, das darf einfach nicht sein. Yes. Zwei Dinge sind unendlich. Albert Einstein, zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Wobei ich bei ersterem nicht ganz sicher bin. Und an was arbeiten Sie gerade? An einem Buch, Buch Nummer 46. Ob ich noch einschreibe, mag ich zu bezweifeln. Inzwischen bin ich mehr als 88 Jahre alt. Mein Verstand funktioniert Gott sei Dank. Ich erinnere mich an alles, aber der Körper wird langsam müde. Wie heißt denn das aktuelle Buch? Der Arbeitstitel heißt Und sie waren doch da.